Collections, das heißt Sammlungen für verschiedene Inhalte, dienen bei Chemotion zur Strukturierung der Forschungsdaten. Um eine neue Collection im elektronischen Laborjournal Chemotion ELN anzulegen, muss zunächst auf das rote Einstellungssymbol geklickt werden. Dieses öffnet das Menü zur Bearbeitung der Collections. Wie hier zu sehen ist, können für jede Collection Unterordner erstellt werden, für die dann jeweils ebenfalls Unterordner erstellt werden können und so weiter. Dadurch ist eine systematische und auch individuelle Strukturierung der Einträge und Forschungsdaten möglich. Unter dem grünen Plus-Symbol auf der rechten Seite können neue Collections hinzugefügt werden. Um neue Unterordner zu erstellen, wird das Plus-Symbol neben den ausgewählten Collections verwendet. Über Drag and Drop können die erstellten Collections auch beliebig verschoben und als Über- sowie Unterordner eingerückt werden. Neben dem Plus-Symbol kann die Collection auch gelöscht oder geteilt werden. Damit Änderungen im Collection-Menü gespeichert werden, muss nach Bearbeitung auf die gelbe Update-Schaltfläche geklickt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass diese gelbe Update-Schaltfläche in regelmäßigen Abständen betätigt wird. Sonst gehen nicht gespeicherte Inhalte verloren und können auch nicht wieder neu geladen werden. Das heißt, es muss von vorne begonnen werden und alle Bearbeitungsschritte wiederholt werden. Im linken Reiter sind die Änderungen dann sofort sichtbar. Im oberen Reiter können neben den eigenen auch die geteilten Collections eingesehen und je nach Zugriffsrecht bearbeitet werden. Der Unterschied zwischen geteilten und synchronisierten Collections wird in einem separaten Video erklärt. Soll die neu erstellte Collection geöffnet werden, so kann diese im linken Reiter ausgewählt werden. Über den linken Reiter kann auch auf geteilte und synchronisierte Collections zugegriffen werden. Alle Inhalte, die im Chemotion ELN eingefügt werden, werden immer automatisch auch der All Collection zugeordnet. Die All Collection ist somit nicht zum Arbeiten vorgesehen, sondern dient eher als Backup-Ordner, in dem die Einträge aufgefangen werden, die keiner anderen Collection zugeordnet sind. Diese besondere Funktion der All Collection sollte beim Arbeiten mit dem Chemotion ELN beachtet werden. Wenn Einträge überarbeitet oder gelöscht werden sollen, dann sollte dies in der jeweiligen Collection gemacht werden. Dann besteht immer noch die Möglichkeit, Inhalte, die in einer bestimmten Collection gelöscht wurden, über die All Collection dieser Collection neu zuzuordnen, das heißt wiederherzustellen.
wenn Einträge komplett aus dem Chemotion ELN, also auch aus der All Collection, entfernt werden sollen, dann muss der jeweilige Eintrag markiert werden und auf Remove from All Collections geklickt werden. Mit der Collection Chemotion.net können Inhalte des elektronischen Laborjournals Chemotion ELN direkt in das Chemotion Repository übertragen werden. Thank you.